Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Filmchen von mir. Ja, ich möchte heute gerne ein Maulwurfsdessert mit euch machen. Dazu habe ich mir hier 250 Gramm Mascarpone, ich habe 30 Gramm Zucker, einen Teelöffel Vanilleextrakt werde ich dazu geben, zwei reife Bananen, 250 Gramm Quark und ich habe 235 Gramm Schokocookies. Als allererstes kommen die Schokocookies in den Mixtopf und werden 4 Sekunden auf der Stufe 5 zerkleinert. Die Cookies sind zerkleinert, die werde ich mir jetzt direkt wieder umfüllen. Die stellen wir kurz zur Seite. Jetzt kommen alle restlichen Zutaten einmal in den Mixtopf. Bananen, das Vanilleextrakt, der Zucker, dann die Mascarpone und der Quark. Und das Ganze lasse ich jetzt 20 Sekunden auf der Stufe 3 miteinander vermischen. Meine 20 Sekunden sind um. So sieht das Ganze jetzt aus. Ich werde mir das jetzt einmal umfüllen. So, ich habe mir das Ganze jetzt einmal hier umgefüllt. Und jetzt wird das Ganze geschichtet. Ihr gebt dann einfach von der Creme etwas in eure Schüssel rein oder in euer Gläschen, je nachdem, was ihr gerade da habt. Und darüber gebt ihr dann einfach diese Schokobrösel. Damit das Ganze aussieht wie so ein kleiner Maulwurfshügel. Ja, ich werde mir das Ganze jetzt natürlich schmecken lassen. Ich mache euch wie immer jetzt ein Foto, was ich euch hinten anhänge. Ich würde mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. Das ist für euch kostenlos. Unten in der Infobox findet ihr natürlich wie immer das Rezept. Und dann sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.